Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Film Arena Collection Unboxing Video für euch. Ja, lang ist's wieder her, fast zwei Monate, als das letzte Film Arena Paket bei mir zu Hause eingetroffen ist. Und jetzt ist es soweit. Das erste ist schon hier und ein zweites ist auch schon auf dem Weg. Und in diesem Paket war die Nummer 167 enthalten, nämlich Christopher Nolans Tenet. Ein Film, den ich bisher nur ein einziges Mal gesehen habe und der auch wirklich wieder sehr schwer zu verstehen ist. Und ich denke mal, hier wird es mal eine Zweitsichtung wohl werden. Und ich bin schon mal begeistert, ich habe schon mal drunter geguckt, ob auch hier eine deutsche Tonspur mit dabei ist. Und ob das so ist, das sehen wir gleich in der Ego-Perspektive. Und es gibt nun auch wieder ein kleines Update wieder von den Predator Full Slips. Ja, auch hier, sie warten immer noch auf die Zusage von Disney. Also diese Kommunikation mit Disney ist extrem schwierig und langwierig. Aber sie sind guter Hoffnung, dass es auf jeden Fall kommen wird. Sie geben Disney die Chance noch bis Dezember des Jahres und mal gucken, was dann passiert. Es gibt auch weitere WEA-Titel mit exklusiven Steelbooks, aber die wollen das erst veröffentlichen, wenn Predator abgeschlossen ist. Und ich kann es auch gut verstehen, denn es nervt wahrscheinlich extrem tierisch, bis da mal was vorwärts geht. Aber es gibt schon einige neue Ankündigungen von Filmarena, was also noch kommen wird. Und darauf freuen wir natürlich auch schon sehr. So, jetzt erstmal hier zu diesem Fullslip. Und zwar, wir haben hier Tenet. Das Fullslip ist auf 750 Stück limitiert. Gibt es auch noch bei Filmarena zu kaufen. Ein Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und ich habe immer meine Festlimitierungsnummer 229 erhalten. Und bevor wir lange, lange rumreden, gucken wir uns erstmal ganz kurz natürlich der Aufkleber an, der natürlich hier ganz wichtig ist. Der wurde ein bisschen schief draufgeklebt. Ich dachte mir, aus dem Vogel raus. Also Filmarena, was ist hier los? Schief aufgeklebt. Unglaublich aber wahr. Und hier schon mal eben dann die beiden Sticker, damit ihr die auch mal gesehen habt. Denn auch das ist natürlich wichtig, euch sowas zu zeigen. So, wir machen mal die Folie runter. Und dann haben wir auch schon das Fullslip gleich offen. Es ist auch schon offen. Wir haben natürlich wieder ein Lenticular-Fullslip, was ich eigentlich eher schade finde. Ich habe eigentlich gehofft, dass das ein normales Fullslip ist. Also mit Prägung, Stanzung und lauteren schönen Spaß. Aber das ist leider nicht der Fall. Denn das, genau die Rückseite, ist schon mal per excellence. Oder mal sagen, wir gehen damit direkt in die Ego-Perspektive über und gucken uns das Videobook, zumindest das Fullslip, mal ganz genau an. Bis gleich. Und hier sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit Christopher Nolans Tenet in der Film Arena Collection Nummer 167 mit einem Lenticular-Fullslip. Und bevor wir zu dem Lenticular-Fullslip kommen, schauen wir uns erstmal ganz kurz die Banderole an und werden uns erstmal ganz kurz auf die Tonformate stürzen. Erstmal, bevor wir dazu kommen, erstmal hier die Limitierungskarte. Die ist limitiert auf 57 Stück, wie gesagt, das Lenticular Fullslip. Und ich habe hier wieder, wie immer, meine Festnummer bekommen. Und auch hier auf der Rückseite, muss ich vorher ablösen. Und dann schaut das Ganze hier so aus von hinten. Und hier erstmal ein bisschen kurz die Inhaltsangabe zu dem Film auf Englisch mit den Special Features. Gibt auch hier zwei Discs dazu noch. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz auch noch die technischen Daten an. Und die finden wir hier in diesem kleinen Balken. Und bei 4K Ultra HD Feature sehen wir ein was. Nämlich, hier steht nämlich auch drauf, dass auch German mit an Bord ist. Also hier haben wir auch bei dem Fullslip eine deutsche Tonspur in HD Master Audio 5.1. Und eben hier in Dolby, DTS, alles in DTS 5.1, okay. Also hier auf jeden Fall deutsche Tonspur ist auf der 4K-Disc mit enthalten. Und da ist doch hier schon mal sehr schön. Leider haben wir auf der Blu-ray leider keine deutsche Tonspur mehr dabei. Wenn ich mal genau gucke, wir haben hier eben Tschechisch, Thailändisch, Ungarisch, Mandarin, Polnisch und Voice-Over. Aber auf der Bonus-Disc ist auch hier einen deutschen Untertitel sogar auch mit dabei. Also auch hier wunderschön, sehr gut. Also wir haben hier auf
dem in dem Filmslip auch einen Film mit einer deutschen Tonspur. Und eventuell kommt auch dann mein Steelbook auch weg, denn das Steelbook ist baugleich zu unseren deutschen Veröffentlichungen schon und eben hier nochmal in einem schönen Fullslip mit verpackt. So, wir gucken uns mal das Fullslip mal an. Wir haben hier eben, wie gesagt, einen Lenticular-Fullslip wieder. Ihr wisst, ich bin kein großer Freund davon, einfach aus dem Grund, man kann nämlich mit einem Fullslip wesentlich mehr anstellen als mit diesem Lenticular-Fullslip. Hier hast du eben bloß diesen Flip-Flop-Effekt oder eben eigentlich nur diese Tiefenwirkung, was wir auch hier nur wieder haben, weil ich es sehr schade finde. Denn hier hätte ich auch extrem angeboten, einen Fullslip zu machen mit Glanzeffekt von den Charakteren hier auch unten ebenfalls mit Prägung und Stanzung. Also hier hätte man wirklich sehr viel rausholen können, aber leider wieder hier nur ein Lenticular-Fullslip. Trotz alledem, das Fullslip ist trotzdem alle ganz gut verarbeitet worden. Auch das Lenticular-Motiv ist doch wirklich sehr scharf. Natürlich, wenn wir jetzt hier näher rangehen, dann sehen wir es ein bisschen verpixelt, aber auf dieser Nähe hier ist es aber auch kein Wunder. Also wirklich hier, wenn wir es hier so angucken, es kommt wirklich hier sehr gut rüber. Auch eine gute Tiefenwirkung, auch mit den Schriftzeichen hier. Und auch hier sehen wir sogar ein bisschen eine Veränderung der Skyline hinter dem Hintergrund. Und auch die Blickrichtung der Charaktere geht ein bisschen auch auf die Seite. Also ich finde es wirklich sehr schön gemacht. Und Tiefwirkung ist hier wirklich sehr stark. Und ja, auch der Effekt ist auch sehr gut geworden. Wir haben ja fast keinen Doppeleffekt. Und finde es wirklich doch ganz gut gelungen. Dann gucken wir uns mal kurz den Spine an. Und hier haben wir schon mal Tenet stehen. Oben das Warner Bros. Logo. Dann eben hier Tenet ebenfalls erhaben und mit einem Glanzeffekt versehen. Ultra D Disc und das Blue Disc ebenfalls. Und hier oben ebenfalls nochmal Tenet. Und auf der Unterseite natürlich wieder hier die Limitierungsnummer nochmal unten aufgezeigt. Und nochmal hier eben dann nochmal das Logo von Warner Bros. Auf der Rückseite haben wir hier auch ein sehr schönes Motiv. Und genau das hätte ich mir auch gerne auf vorne gewünscht. Mit einem extrem geilen Glanzeffekt von den Charakteren hier und auch hier eben mit dieser Spaltung des dieser Szene finde ich sehr schön gemacht und auch hier haben wir ein gestochen scharfes Bild mit diesem Glanzeffekt, also wirklich sehr stark und hier wie gesagt, das auf der Vorderseite auch gewesen wäre, hätte ich mich sehr darüber gefreut, wenn es auch genauso rübergekommen wäre wie hier eben das Back Artwork. Hier mal ein bisschen näher rangehen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr stark gemacht. Auch hier die Haare. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Und jetzt gehen wir ins Eingemachte und machen mal das hier so. Und hier erstmal dann nochmal der Fullslip an sich. Das Ganze schaut hier so aus. Und ist auch wirklich wieder immer wie immer sehr stabil gebaut. So, jetzt geht es weiter mit dem Steelbook und auch mit einem Wow Lenticular Cover Artwork, was auch hier einen Flip-Flop-Effekt hat und das sogar ein sehr steiges sogar. Und das machen wir zuerst einmal auf und dann gucken wir uns mal ganz kurz auch dann die kleinen Extras noch an, aber das Lenticular ist ja mal auch wieder sehr steil geworden mit einem steigen Flip-Flop-Effekt und das sehen wir hier schon mal, wow, also hier zwei verschiedene Motive in eines verbunden, sehr schön gemacht, sehr stark. Finde ich richtig klasse. Hier ein bisschen näher ran. Auch hier das Bild, zumindest das der Bild ist wirklich gestochen scharf. Nicht sehr verpixelt. Einmal das erste Bild, einmal das zweite Bild. Wow, sehr stark. Gefällt mir hier schon mal richtig gut. Machen wir die Folie mal runter und hier nochmal ganz kurz das Lenticular alleine mal, wie immer sehr stabil das Ganze, eben von Filmarena so gewöhnt und dann haben wir hier nochmal das Steelbook, leider ohne große Besonderheiten,
Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es jetzt wieder dasselbe Steelbook ist, das wir in Deutschland bekommen haben. Ich glaube fast nicht. Bei uns schaut nämlich anders aus. Hier in der Schriftzug Tenet, dann hier Christopher Nolan, läuft hier eben das Skyline hoch. Und auch hier machen wir mal die Folie runter. Und auch hier haben wir einen Glanzeffekt auf dem Steelbook drauf, aber keine Prägung. Und trotz alledem schaut es doch ganz gut aus. Hier im Tenet mit diesem Glanzeffekt sehr stark. Und das Motiv, ja, ist jetzt eher unspektakulär, gebe ich zu. Ist jetzt nichts Berauschendes. Aber es ist auf jeden Fall ein anderes Steelbook, als wir in Deutschland bekommen haben. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Haben wir hier kurz nochmal den Spine, Tenet. Und hier dann die Rückseite. Hinten auf eben die Credits draufgedruckt von Warner Bros. Bisschen schade, hätten wir auch innen rein machen können. Aber ist auch noch okay. Wir machen mal das ganze Steelbook hier auf. Und so schaut das ganze Steelbook von außen von der vollen Rückseite aus. Und hier innen drin haben wir eben dann noch dann die Discs. Einmal hier dann die Blu-ray-Disc. Diese schaut hier so aus. Dann einmal hier die Bonus-Disc. Nein, Entschuldigung, habe mich vertan. Hier einmal die Bonus-Disc und einmal hier der Film auf Blu-ray. Aber wie gesagt, auf der Blu-ray haben wir hier leider keine deutsche Tonspur mehr dabei. Und dann einmal haben wir hier nochmal dann die 4K-Disc. Und wie ich schon sagte, hier ist auf jeden Fall eine deutsche Tonspur mit enthalten. Und so schaut das Ganze von innen aus. Ja, ist okay. Hintergrund ist unscharf gehalten, aber ist auch in Ordnung. Hier eben dann die Disc, mal hier eben die 4K-Disc rein. Und dann hier eben dann die Blu-ray-Disc, gerade hier ohne die Tonspur ist. Und einmal hier noch dann die Specials. So viel schon mal zu dem Steelbook und dem wirklich sehr, sehr starken Lenticular-Motiv. Wirklich sehr stark. Haben wir wieder drauf. Und dann gucken wir uns noch die weiteren Goodies an. Einmal hier eben dann der Collectors Cards Folder, nennt sich das Ganze hier. Ja, wieder hier mein Kritikpunkt an diesem Folder. Leider nicht mehr ganz so qualitativ hochwertig, wie sie früher mal waren, wo man aufklappen konnte. Hier eben jetzt mit dieser Lasche, wo man hier aufklappen kann. Und eben alle auf einmal sind hier gestapelt. Insgesamt gibt es hier 11 Charakter-Cards und 6 Fotocards. Und wir gucken die jetzt uns mal ganz kurz an. Ich würde mal sagen, hier auf jeden Fall die Fotocards. So schaut eben dann die Rückseite aus von den Fotocards. Dann haben wir hier dann das nächste. Und ich muss diesen Film unbedingt mal angucken, denn ich glaube wirklich, ich habe den kompletten Film komplett verdrängt. Muss ich echt zugeben. So eben dann die ganzen Bilder. Also auch hier schöne scharfe Bilder auch hier, wo hier genommen worden ist. Dann geht es hier los mit den Postercards oder Fotocards. Wir tun hier ein bisschen wieder trennen. Dann eben dieses Motiv. Ja, gute Frage. War es jetzt hier weiß? Also es ist anscheinend jetzt hier die Fotocards in weiß. Oder sind es eventuell die Charaktercards? Auch in weiß. Dann sind auf jeden Fall hier dann eben dann die Charaktercards hier mit weiß in der Grund, weil insgesamt sind nämlich 11 Stück. Und dann haben wir jetzt eben hier das Motiv, was ja auch auf dem Lenticular-Motiv drauf ist, mit hier in schwarz. Und dann das hier. Das hier kann man ja als Postercards bezeichnen. Okay, nein, Entschuldigung, das sind anscheinend doch dann die Fotocards. Ich bin irgendwie verwirrt, tut mir leid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ich habe vorhin schon mal geguckt. Also sind das hier, wenn wir jetzt hier dann die Charakterkarten. Die schwarzen. Bisschen schade, hinten drauf hätte man noch schön noch dann die Namen der Schauspieler draufdrucken können. Ja, finden wir hier, das sind auf jeden Fall jetzt die Charakter-Cards noch. Und auch hier haben wir eigentlich einige, die wir auch schon gesehen haben, in dem Lenticular-Motiv. Dann das Bild noch.
das hier. Und das letzte sieht hier noch so aus. Also nochmal für euch zum Sehen. Das hier auf jeden Fall sind die Charakter-Cards. Und das hier eben die Fotocards, eben mit Szenen aus dem Film, insgesamt 6 Stück. Und hier sind eben 11 Stück mit den Charakterkarten. Gut, so, da haben wir schon mal das hier auch abgehakt. Und dann gucken wir uns noch ganz kurz in das Booklet rein. Und das Ding ist ja mal ein dicker, fetter Wälzer. Puh, Wahnsinn. Auch hier ein sehr geiles Motiv, wie ich finde. Auch wunderbar als ein Fullslip auch gepasst. Ohne Prägung, einfach ohne Lenticular. Hätte wirklich auch hier sehr schön ausschauen können. Und hier mal die Rückseite. Und wir werden jetzt mal versuchen, es vorher durchzublenden. Hier ist es Secrets of Tenet. Es ist auf jeden Fall schwer zu blättern. Ist geschrieben worden von James Mottram. Dann The Protagonismus. Protagonist John David Washington. Dann haben wir hier Neil Robert Pattinson gespielt. Dann Custom Designs. Auch ein sehr interessantes Booklet. Dann Fighting in the Freeport. Hier eben dann Bildbeschreibung hier an der Seite. Das ist, wie gesagt, sehr schön zu blenden, weil sie sehr stark fest sind. Dann The Opera House Shoot. Oder Shot. Und Tellin Freeport. Auch hier schön Behind-the-Scenes-Fotos noch dazu. Sehr cool. Dann Shooting in Elsie. Also ihr seht schon, das ist echt ein dickes, fettes Buch. Wahnsinn. Sehr stark. Dann hier Mumbai Bungee Jump. Mit die Beschreibung, was man hier sieht auf den Bildern. Icebreaker Turnstile. Und es wird immer schwieriger zu blättern, gebe ich zu. Aber sehr interessant. Crashing die 7x7. Und hier dann weitere Szene noch. Und dann sind wir auch hier gleich durch. Insgesamt sind wir jetzt hier bei fast 66 Seiten. Ja, und dann hier in die letzte Seite. Also hier Wahnsinn, ein interessantes Booklet. Und ja, das war's auch schon mit der Edition von Tenet in der Fullslip Edition Nummer 167. Und damit geht es nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war sie nun, die 167 Film Arena Collection mit dem Film Tenet von Christopher Nolan. Und ja, die Edition gefällt mir richtig gut. Ja, das Lenticular Fullslip ist wieder so eine Sache, wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ich mag, wie gesagt, liebe die Fullslips, denn das Backartwork ist einfach nur mega geil mit diesem Glanzeffekt, mit der Prägung oder Stanzung. Und das hier vorne drauf hätte noch mal ein bisschen hochwertiger gemacht. Und ja, innen drin haben wir ein mega geiles Lenticular-Motiv mit Flip-Flop-Effekt, mit zwei verschiedenen Motiven drauf. Auch das Booklet kann sich auf jeden Fall sehen lassen mit Hintergrundinformationen über die Entstehung des Films. Und auch noch ja die Charakter-Cards und die Fotocards waren immer ein bisschen schwierig herauszufinden, was jetzt was genau ist. Aber ansonsten haben wir wirklich hier eine sehr schöne Edition, vor allem auch nur mit deutscher Tonspur auf der UHD. Und ja, was will man dann noch mehr? Auf den Film werde ich mir nochmal angucken müssen als Zweitsichtung, wie gesagt, vom ersten Mal. Ich kann mich so gut wie an nichts mehr an den Film erinnern. Und ja, Oppenheimer ist auch bald am Start. Auf diesen Film freue ich mich auch schon so sehr, auch von Christopher Nolan. Und mal gucken, wie dieser Film dann auch sein wird. Ja, was sagt ihr denn zu dieser Fullslip-Edition von Filmarena?
und gerne in die Kommentare reinschreiben, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und B.